Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Star Wars Game. Diesmal sind wir auf dem Game Boy Color. An meiner Seite der großartige Starkiller. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde das Game total überflüssig. Und jetzt werdet ihr euch fragen, warum hört ich denn keine Musik? Ja, dann muss er einfach mal zum Ohrenarzt gehen. Nein, ich habe den Star Wars Theme, was die ganze Zeit hier rumdudelt, uns mal geschenkt, weil das ist eh nicht so geil. Außerdem hört man das ja eh überall. Ja, eben. Ja, Yoda Stories, ja, so wie Indiana Jones Desktop Adventures ist das auch sowas. Es sollte eigentlich so ein bisschen, ja, so Solitär und Minesweeper ablösen. Und deswegen fragt man sich, was hat das jetzt auf dem Gameboy zu suchen? Ihr werdet auch gleich sehen, es ist auch nicht gut. Und das ist nett formuliert. Jetzt kann ich natürlich wieder eins draufsetzen und wieder mal in meiner Nintendo-Freundlichkeit sagen, dann ist ja kein Wunder, dass es auf dem Game Boy existiert. Ja, weil auf dem Game Gear war es nicht, weil den kannte zu der Zeit schon keiner mehr. Mal auf, dem Tiger Gamecom wäre das natürlich ein Knaller. Oder auf irgendeinem LCD-Spielchen. Game & Watch, geil. Star Wars Game & Watch. Ganz weit vorne, glaube ich. Mhm. Am besten natürlich die Todesstern-Szene vom ersten Teil. So, darf ich jetzt was machen? Ich freue mich. Mach mal was. So. Also wird der Level generiert. So. Da ist Luke. Für mich sieht es aus wie so ein Männchen aus dem JRPG. Ja, Luke. Sieht doch toll aus. Was kann, was du willst. Wenigstens kannst du dann bei Jawas abschlachten. Ja, oder gerade auch nicht. Was ich am liebsten auch mit dieser Programmiersprache machen würde zurzeit. Und R2, läuft der Amok oder wie? Nee, der hilft. Ja, das merke ich. Der tut gar nichts. Ja, der hilft. Dass er am besten kann. Ja, geil, ne? Total. Irgendwas hast du gefunden. Ein Lokator. Genau, damit kann man nämlich endlich auch was finden. Ah. Ich glaube, ohne den brauchst du nämlich gar nichts tun. Und wie ich sehe, auch in diesem Spiel schwingt Luke seine Wünschelrute. Ja, er kann das. Mhm. Und ich habe gewusst, dass sie blau ist. Ja gut. Wie im Eisplaneten? Da war sie grün, oder? Deswegen wurde das ja nachträglich nochmal angepasst. Auf milchig grün? Ich bin gespannt, was ich euch hier zeigen kann. Ich vermute nämlich gar nichts. Ja, das sieht so ein bisschen danach aus. Da ist eine Kiste. Ja, genau. Bei Minecraft hätte man jetzt öffnen können. Ja, hier muss man erst im Fluss her. Ja. Aber ihr seht schon, warum dieses Spiel nicht geplant war als Vollpreisspiel. Mhm. Deswegen auch hier die Frage, warum auf dem Gameboy? Oh, hier sind Leute, die finden mich scheiße. Das ist egal. Mach ich sie mal weg. Ja, sperrt sie einfach mal weg. Luke braucht keine anderen. Luke macht das Imperium Alleingang tot. Genau. Ja, du mich auch. So. Fight. Also das, was... Diese Tische sehen für mich aus wie Mülltonnen. Das ist doch nicht R2-D2. Oh, ich glaube, du hast gerade das Ende von Tatooine erreicht. Zack, hier, komm, ich befreie alle. Oh, weg. Warum? Genau. Hm, lockt. Dann unlocke mal.
Und es ist ja hier kein Mensch mehr in der Stadt, sind ja alle tot. Hast du alle umgebracht. Eigentlich bräuchtest du unten nicht einen Energiemeter, sondern eher so einen dunkle Seite-Meter. Je mehr Leute du umbringst, desto dunkler ist deine Seite, so Die ungefähr. Macht ist stark in dir. Okay. Ja, hatten wir schon. Ja, will ich nicht noch mal rein. Dann geh doch Raus. raus. Geh Geh woanders doch hin. raus. Okay, dann geht's nicht weiter. Also es wird jedes Mal randommäßig ein Dungeon generiert. Und so sollen sie auch teilweise die Aufgaben unterscheiden. Wobei, wie scheinbar bleibt dabei, ich konnte das nicht lange durchhalten. Nie. Auch die So schlecht PC-Fassung ist nicht. es. So schlecht ist es. Ja, ich fand auch Indiana Jones Desktop Adventures nicht gut. Das ist einfach nicht meine Welt. Da waren wir bei Chips Challenge besser aufgehoben. Ja, das war ja auch sowas wie ein Puzzlespiel. Das ist so ein, ja. Das ist so ein Hauptsache steht Star Wars drauf Spiel. Richtig, das ist so ein Random Adventure. So, komm, das Imperium geht jetzt auch aus der Stadt raus. Zack. Was habe ich? Neue Stiefel freigeschaltet? Oh, kannst schneller laufen? Nee, ich sehe besser aus. Ach, du schießt zuerst. Luke shot first. So, jetzt ist, glaube ich, auch Luke geschehen. Ja. Es tut Jim. Und wo der Vater sagt, try again. Ja, das ganze Ding ist ganz. Nein, also könnte mal ausprobieren, aber ich mag's nicht. Wird sich auch nie ändern. Es lohnt sich nicht unbedingt. Nein. So, jetzt haben wir auch noch einen Schmankerl für euch. Da seid mal gespannt drauf, weil da könnt ihr euch drauf freuen. Oder Ich auch habe keine nicht. Ahnung, was kommt. Ich aber. Das macht mir Angst. Und ich sage garantiert, einen nackten Yoda hast du so noch nie gesehen. Ich kann dir garantiert sagen, ich möchte auch keinen nackten Yoda sehen. Wer nur ist es? Da sieht man die Hand von demjenigen, der die Handpuppe bewegt. Es war Jim Henson. So, kommen wir zum nächsten Ding. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen, tschüss, bis dann.